Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es ein Backvideo und zwar backe ich ein Rezept aus der Backbox nach. Ich habe ja ein Haul zu der Abo-Backbox gemacht, die jetzt für ein Jahr bei mir jeden zweiten Monat ankommen wird. Und ich habe ja gesagt, dass ich immer so mindestens ein Rezept aus der Backbox nachbacken werde. Und heute werde ich ein Rezept nachbacken. Und zwar diese Schokoladendonuts, glaube ich, heißen die. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich bin mal gespannt, wie sie werden. Und wir sehen uns am Ende wieder. So, also, los geht's. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es wird. Hier sind einmal alle Zutaten, die in der Box drin waren. Und auch noch die Zutaten, die man zusätzlich dazu brauchte. Hier ist einmal die Rezeptkarte. Und ja, hier steht dann nochmal oben drauf, genau was man alles braucht. Was in der Box drin war, war die Schokolade, die Form, wo später die Donuts drin gebacken werden. Die muss ich unbedingt auf jeden Fall vorher sauber machen, die ist wirklich sehr dreckig. Dann dieser Vollrohrzucker, Panela Vollrohrzucker. Diese Glitzerflocken waren drin und das Dinkelmehl. Was man noch dazu extra nehmen musste, ist Backpulver und Margarine und ein Ei und normalerweise 50 Gramm Buttermilch, aber ehrlich gesagt habe ich es einfach verpeilt, Buttermilch zu kaufen und außerdem mag ich auch gar keine Buttermilch und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einfach Joghurt mit Milch mische und das vielleicht kommt da so ein bisschen Buttermilchartiges raus. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich einfach an. Ich werde mich an diese Rezeptkarte hier halten und werde erstmal jetzt den Teig zusammenmischen. Und das werde ich im Schnelldurchlauf sehen, weil ich denke, das ist ein bisschen langweilig. Und ja, was ich euch kurz sagen möchte oder was ich euch zeigen möchte, ist dieser Zucker. Der kommt jetzt da rein. Das ist so ein besonderer Zucker, der in Kolumbien hergestellt wird. Und der hat auch Vitamine und Mineralien drin. Ne? Und ja, 100% Bio. Ich bin mal wirklich gespannt, wie der drin aussieht. Deswegen dachte ich, packe ich das mal mit euch zusammen hier aus. Das ist mit so einem Korkdeckel. Ah, okay. Also, das ist dieser Korkdeckel und der... Ah, wo seid ihr hier? Das ist dieser Korkdeckel und da ist auch keine Folie oder so mehr drauf. Das ist gleich der Deckel. Und hier ist der Zucker. Der ist ein bisschen hart, ein bisschen so klumpig und sehr, sehr trocken, muss ich sagen. Aber ich glaube, der soll so sein. Und in dem Heft, was mitgeliefert wurde, steht auch nochmal komplett erklärt, was die Unterschiede zwischen Vollrohrzucker sind, Rohrzucker und alles. Und da stand auch, dass dieser Vollrohrzucker so klumpig und so ist. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Gemüsebrühe. Ich bin mal gespannt, wie das dann schmeckt. So, ich habe jetzt hier den Zucker, die Margarine und das Ei zusammen verquirlt. Ich muss sagen, wirklich lecker sieht es noch nicht aus. Also es sieht wirklich ein bisschen unappetitlich aus. Es kommt bestimmt auch von dem braunen Zucker. Und dann so, da sollen jetzt die restlichen Zutaten reingemacht werden. Mehl, Backpulver. Und ja, hier wurde ja Dinkelmehl mitgeliefert. Ich brauche aber jetzt nur 110 Gramm und da ich sowieso selber immer Dinkelmehl zu Hause benutze, nehme ich jetzt einfach das Dinkelmehl von mir. So muss ich jetzt nicht extra die Packung aufmachen, wenn ich sowieso noch eine zu Hause habe oder eine offen habe, sagen wir mal so. So, fertig ist der Teig. Ich muss sagen, das hat gut geklappt mit den mit der selbstgemachten Buttermilch. Und die Sache ist halt bei diesem Teig, aber das ist bei diesem auch so, wenn man genau hinguckt, dass halt diese Zuckerstückchen sich nicht richtig auflösen, weil das halt so ein extrem grober Zucker ist. So, auf jeden Fall, so sieht's aus.
Ich muss sagen, das ist ein sehr großneutraler Teig. Also es riecht wirklich nach gar nichts. Und normalerweise steht jetzt da, dass man das mit einem Spritzbeutel in diese kleine Form hier spritzen soll. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, einen Spritzbeutel rauszunehmen. Deswegen nehme ich mir einfach einen Löffel. Und ja, diese Silikonform habe ich ja vorher schön nochmal ausgewaschen. Die war wirklich extrem dreckig. Und ich habe sie nicht abgetrocknet. Ich weiß nicht, ob das bei diesen Silikonformen auch so ist. Aber bei diesen Tupper-Silikonformen, die ich ja zu Hause benutze, soll man das ja ein bisschen nass lassen. Und deswegen habe ich es jetzt bei denen auch einfach so gemacht. Und jetzt befülle ich sie einfach mal. Und bin gespannt, ob der Teig reicht. So, also ich bin fertig, abgesehen, ich habe eine kleine Schweinerei gemacht, aber die kommen jetzt in den Ofen für, kann ich euch gleich sagen, für 13 bis 15 Minuten und dann geht es weiter ans Verzieren. So, die Donuts sind jetzt fertig, die haben so wirklich so circa 15 bis 16 Minuten so gebacken und ich bin mal gespannt, wie die jetzt, ob die jetzt gut rausgehen aus der Form, aber ich denke schon. Ja, und da muss man sie jetzt nur noch rausnehmen und sie mit Schokolade glasieren. Und ich nehme einen raus. Ja, also die gehen wirklich super raus. Klar, weil ich ein bisschen so, sagen wir mal, schlampig gearbeitet habe und keine Lust hatte, eine Spritztülle zu nehmen, sieht es jetzt auf der einen Seite perfekt aus wie ein Donut und auf der anderen Seite halt nicht. Da sieht es irgendwie aus wie ein Keks einfach. Aber auf jeden Fall hat es eigentlich gut geklappt. Ich nehme jetzt einfach mal alle raus. So sieht's aus. Ich muss sagen, die riechen eigentlich auch ganz gut. Die sind auch sehr weich. Klar, das hier oben ist jetzt nicht so weich, aber wie gesagt, meine eigene Dummheit. Aber das ist wirklich sehr weich, sehr ansprechend sieht es aus auf jeden Fall. Hat auch eine wirklich süße Form. Und ja, dann würde ich sagen, komme ich hier zum Glasieren. Normalerweise wäre diese Schokolade hier drin gewesen, die man benutzen soll. Das ist eine Sugar Zartbitterschokolade. Aber dadurch, dass da kein Zucker drin ist, sind da Süßungsmittel drin. Oder ist Süßungsmittel drin. Und sowas esse ich halt nicht. Und ja, das möchte ich irgendwie nicht benutzen. Und deswegen nehme ich jetzt mir hier einfach, sowas habe ich immer zu Hause zum Backen, mir einfach so eine Zartbitterkonfitüre. Und ja, die schmelze ich jetzt. Und hier sieht es ja so aus, dass manche einfach eingetunkt werden und andere werden so, wie heißt es, so halt, ja, ihr seht ja, was ich meine. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall schmelze ich jetzt erstmal die Schokolade. Dafür nehme ich mir einfach hier so eine Mikrowellenkanne. Das steht immer unten über dem Wasserbad und alles. Aber ehrlich gesagt mache ich das einfach immer in der Mikrowelle und es funktioniert super. So, die Schokolade ist drin und dann gab es ja hier noch so eine Dekoration dazu, so eine Glitzerflocken. Ich habe die jetzt in Rubinrot und dann gab es noch so eine weißen Glitzerflocken, die ein bisschen aussahen wie Schnee. Ich bin ganz froh, dass ich hier diese rot-rosanen Glitzerflocken bekommen habe und die sollen ja dann einfach noch darauf gegeben werden. Ich mache die mal auf. Ja, okay, also es sind so eine, ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es so Flocken sind, das sind so wie, sieht aus wie so kleine Splitter, ja, so Splitter. So, dann machen wir das wieder zu. Und schon hat man geschmolzene Schokolade innerhalb einer halben Minute und muss nicht erst ein Wasserbad machen und die Schokolade schmelzen. So.
Dann fange ich jetzt einfach an. Ich mache das auch ein bisschen nach Gefühl. Manche werde ich halt so komplett eintunken, manche nur so mit einem Löffel machen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie am Ende aussehen. So, und fertig sind meine kleinen Donuts. Das sind meine Donuts. Ich kann euch ja nochmal hier die Mini-Schokoladen-Donuts zeigen, wie sie aussehen sollten. Klar, die Schokolade muss noch ein bisschen trocknen. Und hier sind auch diese weißen Glitzersplitter dabei. Die habe ich ja nicht. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Die werden definitiv morgen gegessen, da wird sich meine Oma und da wird mein Papa bestimmt sehr freuen. So, ihr habt ja jetzt die Donuts gesehen. Die sind eigentlich ganz schön geworden. Ich finde es wirklich eine coole Idee, einfach, dass da drei Rezepte drin sind, dass gleich die Zutaten, die man so braucht, da drin sind. Finde ich wirklich cool. Ja, und ich freue mich auch, weil die nächste Backbox ist ja schon auf dem Weg. Ich bin wirklich mal gespannt, was da drin ist. Und was ich da wieder nachbacke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde es ja auch mal interessieren, wie ihr die Backbox findet und ob ihr gerne backt zu Hause. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!